dreige. Das sind viele. Das sieht gut aus. Super. Danke an die Stadtkapelle Eichach. Bin schon noch dran. Bevor wir loslegen, kommt jetzt noch der offizielle Part. Zunächst mal, mein Name ist Daniel Hauke und ich bin heute der Versammlungsleiter. Neben mir meine Stellvertreterin Marion Zott. Also ihr findet uns im Verlauf der gesamten Veranstaltung im Bereich der Bühne, wenn es irgendwelche Fragen geben würde. Oder ihr wendet euch bei Problemen an die Ordnungskräfte, die sind an den Warnwesten zu erkennen. Und wir haben dazu noch einen direkten Draht zur Polizei, wenn etwas sein sollte. Einfach uns melden und wir geben es weiter. So, dann noch die spaßigen Sachen, die uns das Landratsamt verbietet. Das wäre zum einen die Mitnahme von Haustieren, insbesondere Hunde. Falls jemand einen dabei hat, noch schnell ins Auto bringen. Der Konsum von Alkohol, auch bei Hunden, Feuerwerk, Böller und dazu noch weitere Auflagen wie gute und böse Holzarten bei Stöcken, Längen von Transparenten und den fundamentalen Unterschied von Transparenten und Bannern. Aber das könnt ihr alles bei den Ordnungskräften erfragen, wenn es notwendig wäre. Wichtig wäre dann eigentlich nur noch, damit wir loslegen können, die Versammlung ist hiermit eröffnet. Willkommen.
Ganz schön leise. Ich höre ja kaum was. Da. Er klappt nicht nur beim Böhmermann, super. So, heute ist der Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und nur ein paar Kilometer entfernt erinnert in unserem Nachbarlandkreis Dachau die KZ-Gedenkstätte an die Verbrechen der Nazis. Grausame Höhepunkte in der dunkelsten Zeit unseres Landes. Die Erinnerung an die unermesslichen Grausamkeiten, die geschehen können, wenn Hass und Intoleranz die Macht ergreifen, darf niemals verblassen. Aber heute, an diesem traurigen Jahrestag, stehen wir zusammen. Nicht nur, um uns zu erinnern, sondern auch, um für die Zukunft zu mahnen. Wir sind hier, um ein Zeichen gegen jede Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen. Denn wir stehen für eine Gesellschaft, die sich auf Werte wie Toleranz, Respekt und Vielfalt begründet. Es ist unsere Verantwortung, dafür einzustehen, denn wir haben aus der Geschichte gelernt. Wir haben gelernt, dass sich Geschichte wiederholen kann, wenn wir nicht wachsam sind. Danke, dass ihr heute hier seid. Danke, dass ihr dieses wichtige Anliegen unterstützt. Und jetzt sind wir zusammen noch mal laut, bevor es weitergeht. Yeah! Wir begrüßen die erste Rednergruppe. Als erstes kommt der erste Bürgermeister Klaus Habermann. Dann kommt Frau Simone Strohmeier, Mitglied des Bayerischen Landtages, und der Geschäftsführer der Caritas Eichach-Friedberg, Herr Winzer. Willkommen hier am Eichacher Stadtplatz, ein wirklich eindrucksvolles Zeichen für die Demokratie, finde ich. Riesengroßes Dankeschön. Denn die Demokratie ist nur so gut, so stark wie ihre Bürger. Oder man kann auch sagen, die Rechten sind nur so stark, wie die Demokraten schwach sind. Die jüngst bekannt gewordenen Treffen von Mitgliedern der AfD und der Identitären Bewegung und die dort diskutierten Deportationen von Millionen von Menschen muss uns alle schockieren. Wir dürfen es nicht hinnehmen, dass rechtsextreme Kräfte eine Atmosphäre von Angst und Verunsicherung verbreiten. In unseren Städten, auch hier bei uns in Eichach, leben Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen. Viele schon seit Jahrzehnten. Eichach kann Integration. Das hat unsere Stadt in ihrer langen Geschichte immer wieder bewiesen. Und das beweist sie auch heute wieder. Unsere Stadt ist bunt, sie gehört allen Menschen, egal welcher Herkunft auch immer. Das ist Lebensrealität. Und das werden wir uns auch von diesen Ewiggestrigen, das werden wir uns von Alt- und Neunazis nicht nehmen lassen. Das friedvolle Miteinander ist Kern unserer Verfassung aus gutem Grund. Gerade auch aus der Erkenntnis deutscher Vergangenheit heraus. Eichach braucht keine braunen Flecken. Eichach ist und bleibt bunt. Eichach bekennt Farbe für Demokratie und Menschenwürde gegen die Spaltung unserer Stadtgesellschaft. Deshalb sage ich aufrichtig Dankeschön den Initiatoren dieser Veranstaltung. Danke allen Parteien, Vereinen, Verbänden, Unternehmen und vor allem auch Privatpersonen, die sich heute hier beteiligen. Denn Sie alle, ihr alle beweist eindrucksvoll, Eichach ist und bleibt wachsam. In Eichach ist kein Platz für Faschisten und Rechtsextremisten. Und darum, meine Damen und Herren, ist heute ein guter Tag für unsere Stadt. Vielen herzlichen Dank.
Organisatoren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, es ist wunderbar, heute hier oben zu stehen und zu sehen, wie viele Menschen dem Aufruf der Organisatoren des Bündnisses für Aichach heute hier hergekommen sind. Es ist einfach wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Es tut gut, dass wir heute hier für Demokratie und gegen rechte Hetze stehen, dass wir hier in Aichach zeigen, Aichach bleibt bunt. Und liebe Mitstreiter, liebe Mitstreiterinnen, wir sind nicht allein. In ganz Deutschland sind in den letzten Wochen und Monaten Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Das ist ein gutes Zeichen, das macht Mut. Aber es ist auch bitter notwendig, dass wir auf die Straße gehen, denn es ist keine Lösung. Es ist Menschenverachten, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertreiben zu wollen. Menschen mit Migrationshintergrund, das sind unsere Nachbarn, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen, das sind die Altenpfleger unserer Großeltern, unserer Eltern, das sind die Krankenschwestern im Krankenhaus hier in Aichach, das sind die Freunde unserer Kinder in den Fußballvereinen, in den Vereinen. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, alle diese Menschen sind wertvoll. Liebe Mitstreiter, ich musste in den vergangenen Jahren und Monaten erleben, wie im Landtag rechte Hetze, Verrohung und Zerstörungswut eingekehrt ist. Ich möchte einige Beispiele nennen. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen. Angefangen hat es damit, dass offenkundig wurde, dass in einem Chat AfD-Mitglieder von blutigen Revolutionen träumen. Bis heute hat sich die AfD nicht von diesen Vorstellungen distanziert. Es geht weiter. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Die AfD hat geplant, im Landtag ihr Mitglied Halemba, die haben geplant, dass der festgenommen werden sollte im Plenarsaal, um dem bayerischen Parlament zu schaden. Bis heute hat sich die AfD davon nicht distanziert. Ich muss miterleben, dass in Sitzungen mittlerweile offen gefordert wird, alle Macht dem deutschen Volk, dass gefordert wird, dass Kinder und Schülerinnen und Schüler in den Schulen mit Migrationshintergrund von anderen Kindern separiert werden sollen. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, dagegen müssen wir uns wenden, dagegen müssen wir aufstehen und es ist gut, dass wir heute hier stehen. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Wir alle müssen verstehen, es darf nicht länger heißen, es muss etwas geschehen, sondern es muss heißen, wir müssen etwas tun. Und deswegen danke ich den Organisatoren, dass sie etwas getan haben, dass wir heute zusammen hier stehen können. Und es muss unsere Aufgabe für die Zukunft sein, dass wir noch mehr werden. Denn nie mehr ist jetzt, liebe Mitstreiter. Lasst uns gemeinsam kämpfen. Servus Aichach. Aichach ist bunt, super. Ich sehe da hinten, ich sehe gar nicht mal das Ende der Schlange. Ganz toll, dass heute so viele da sind. Am 10. Januar dieses Jahres veröffentlichte das gemeinwohlorientierte Medienhaus Korrektiv, dass am 25.11.23
ein Treffen in der Nähe von Potsdam stattgefunden hat. Gernot Möhring, früherer Zahnarzt aus Düsseldorf, hat dieses Treffen von rechtsextremen und ranghohen AfD-Mitgliedern organisiert, bei dem über Remigration von Menschen mit Migrationshintergrund diskutiert wurde. Allein bei dem Wort Remigration wird es mir schon schlecht. Auf den Tag genau. Auf den Tag genau heute vor 79 Jahren ist das KZ Auschwitz befreit worden. Und 79 Jahre danach versuchen wieder Menschen, sich über andere zu stellen. Diese Herrschaften hätten das Treffen lieber geheim gehalten. Zeigt es doch die wahre, menschenverachtende Fratze der AfD, die sich gerne einen demokratischen Anstrich gibt. Aber die AfD ist keine demokratische Partei. Sie ist eine Partei, die mithilfe demokratischer Mittel unsere freiheitliche, demokratische und rechtsstaatliche Grundordnung durch ein totalitäres System nach ihrem Gusto ersetzen will. Und wer nicht in dieses völkisch-rassistische Weltbild passt, den würde sie dann remigrieren. Das lassen wir nicht zu. Nie wieder ist jetzt. Ich dachte lange Zeit, in der Bundesrepublik Deutschland wird es nie wieder Platz für völkisches und rassistisches Gedankengut geben. Aber Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie muss gelebt werden. Wir müssen für sie einstehen und wir müssen gegen totalitäre und menschenverachtende Strömungen aufstehen, so wie heute. Wir alle stehen hier für Vielfalt, für Meinungsfreiheit, für den Schutz von Minderheiten, für den Schutz von Bedürftigen. Wir stehen hier und heute für eine solidarische Gemeinschaft. Jeder von uns kennt Menschen, die sich von rechten Verführern und Meinungsmachern verleiten lassen, die sich von den vermeintlich einfachen Lösungen in einer immer komplexer werdenden Welt angezogen fühlen. Sprecht mit diesen Menschen. Zeigt ihnen, dass aus diesem Spektrum keine Problemlösungen kommen. Außer Stimmungsmache und Minderheiten gegen Minderheiten und Schwache ist da nichts. Entlarvt die Rassisten. Geht in die Diskussion und überwindet die Sprachlosigkeit. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Neonazis und Rassisten tasten die Menschenwürde nicht nur an, sie treten sie mit Füßen. Unsere Demokratie ist eine wehrhafte, aber nur wenn alle Demokraten zusammenstehen und für diese Werte einstehen, so wie heute in Aichach. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank an alle Organisatoren. Wir sind Four Friends und es ist wunderschön und es gibt mir Hoffnung, dass heute so viele Leute kommen sind. Monika, ich soll dir sagen, wie weit sie bis hinten stehen, weil man sieht es nicht, wenn man unten steht. Also ich würde mal sagen, auf jeden Fall bis zum Brunnen, eher noch bis zur Sparkasse, oder? Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Thank you.
Wenn sie jetzt ganz unverhohlen wie der Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn sie dann in lauten Tönen saufend ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen, dann steh auf und misch dich rein. Sage nein. Meistens rückt dann ein Herr wichtig die Geschichte wieder richtig, faselt von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zur Genüge. Mach dich stark und misch dich ein, zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer oder Hausfrau oder Kehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, misch dich ein, sage nein. Den Weg versperren, ihre Blicke unterlallen, nur in deinen Ausschnitt fallen, wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause halten, das Weib ist nur was wert, tritt nicht ein in der Heimat her, tritt nicht ein in den Verein, sage nein. Plötzlich lästern über Schwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen. Lehrer, anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verfärben, hab dann keine Angst zu schreien, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, misch dich ein, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt, verwundert, tobe, zürne, misch dich ein, sage nein. Sag nein! Wir begrüßen nun die nächsten zwei Redner, und zwar zum einen Hasso von Busse vom Weltladen Eichach und Annika Töhle, Schülersprecherin vom DHG. Hallo Eichach! Ich hätte niemals gedacht, so viele Leute hier auf dem Stadtplatz zu sehen. Schön, dass ihr alle da seid. Der Trägerverein unseres Weltladens hat den Namen Gemeinsam für eine Welt. Und das ist das, weswegen ich auch hier stehe. Wir haben die Vision eines großen Zieles. Wir wollen eine gerechte Welt, in der die Menschen in Frieden leben und unter fairen Bedingungen Handel treiben können. Um diese Welt zu verwirklichen, brauchen wir eine offene, demokratische Gesellschaft, in der alle frei und gleichberechtigt sind und respektvoll miteinander umgehen.
Ab heute hat unsere Stadt einen neuen Wahlspruch. Eichach bleibt bunt. Ja, es gibt eine Partei, die behauptet, eine Alternative für Deutschland zu sein. Aber für mich ist diese Alternative keine Alternative. Denn Hass und Hetze, Spaltung und Ausgrenzung sind keine Alternative. Lassen wir uns nicht in den Strudel negativer Propaganda hineinreißen, denn sie vergiftet unser Denken und unser Herz. Wir können Hass nicht mit Hass besiegen, sondern nur durch ein entschlossenes Eintreten für unsere Werte, für Toleranz, für gegenseitigen Respekt, für Zusammenhalt. Und das sind die besseren Argumente. Wir haben sie. Jede Wählerstimme für die AfD ist eine Stimme zu viel. In manchen Bundesländern liegen die Umfragewerte dieser Partei bei 30%. Aber das heißt auch, 70% sind dagegen. Machen wir uns also nicht klein. Wir sind die Mehrheit. Wir sind vielleicht oft eine schweigende Mehrheit, aber wir können auch anders. Wenn es drauf ankommt, dann stehen wir auf und werden laut. Gemeinsam können wir viel erreichen. Vertrauen wir auf unsere Stärke. Ein letzter Satz noch. Ich habe syrische Freunde, die vor 9 Jahren nach Deutschland kamen. Kürzlich sagten sie mir, als sie damals kamen, seien sie so freundlich aufgenommen worden. Sie konnten es gar nicht fassen. Und seitdem hätten alle Deutsche, die sie kennengelernt haben, seien sie immer nett und hilfsbereit gewesen. Und dafür sind sie sehr dankbar. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, solche Freunde zu haben. Für ein buntes Eichach. Für Demokratie und Vielfalt. Vielen Dank. Hallo zusammen. Als ich gefragt wurde, ob ich hier und heute ein paar Worte sagen möchte, da dachte ich zuerst, ich muss doch eigentlich darüber reden, warum Hass, Hetze, Diskriminierung absolut nichts in unserer Gesellschaft verloren haben. Und dem ist so. Punkt. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass alle hier Anwesenden sich dessen mehr als bewusst sind und darüber hinaus auch bereit sind, sich dafür einzusetzen. Und weil ich eine hoffnungslose Optimistin bin, möchte ich meinen und unseren Fokus gerne auf diese Tatsache legen. Auf die Tatsache, dass wir hier heute zusammengekommen sind. Der Grund, warum es nötig ist, könnte erschreckender nicht sein.
Und ich glaube, wir würden uns alle wünschen, dass nicht die Notwendigkeit bestünde, dieses so eindeutige Zeichen gegen den Hass setzen zu müssen. Aber sie besteht. Leider. Aber sie besteht. Leider. Und daran können wir per se auch nichts ändern. An was wir aber können, müssen und hiermit ja auch letztendlich tun, wir setzen dieses unglaublich wichtige Zeichen. Und ich finde, dass uns das ein bisschen Mut geben darf, den wir aktuell ja auch mehr denn je benötigen. Es ist manchmal so einfach zu vergessen, wie viele tolle Menschen mit ähnlichen Wertvorstellungen es eigentlich gibt. Und davon, wie wir heute sehen, nicht 10 oder 50, sondern Hunderte. Und das bestärkt meine Hoffnung, dass an das Gute im Menschen zu glauben kein Zeichen von Naivität, sondern vielmehr von Entschlossenheit ist. Ich möchte nicht meine Mitmenschen als schlecht betrachten, diesen mit dieser Einstellung begegnen und vielleicht sogar dementsprechend behandeln. An das Gute im Menschen zu glauben, bedeutet doch letztendlich einfach nur, die Hoffnung nicht aufzugeben. Wir wären heute schließlich nicht hier, wenn wir glauben würden, dass die Lage aussichtslos ist. Wir sind hier, weil wir noch hoffen, weil wir glauben, etwas verändern zu können. Und dem ist ja auch so. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit dazu. Und mir persönlich, und ich hoffe, dass es Ihnen und euch genauso geht, wird die Erinnerung an diesen Ausblick dabei helfen, die Hoffnung auch weiterhin in meinem Herzen zu tragen. Dankeschön. Jetzt bin ich schon wieder. Grüß euch. Ich war so. Jetzt erst einmal, dass das so gut ist. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ist das schön? Wir sind Wahnsinn. Es schaut, so viele Leute sind da. Und sogar der Andi hat es geschafft. Also wir sind der Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra aus Oha. Wir spielen schon 20 Jahre miteinander und alles Mögliche. Und, aber das ist Bärigkeit da zum Stehen. Und als wir das organisiert haben, alle miteinander, Daniel, Marion und so weiter, das ist uns wirklich auch so leicht gefallen, weil alle wollten so dabei sein. Das war jedem so ein Bedürfnis, da sich irgendwie zu zeigen und zu sagen, ja logisch, das sind wir wollen das, das ist doch klar, wir sind ja keine solche Volldeppen. Wir sind ganz normale Leute und wir sind alle sehr unterschiedlich. Natürlich sind wir alle sehr unterschiedlich. Die junge Frau, die da gerade gesprochen hat, die hat, also ist ja logisch, dass wir unterschiedlich sind, aber es gibt ein paar so Sachen, die sind klar. Und eigentlich brauche ich jetzt gar nicht sagen. Aber wo wir da sind, Demokratie, Zusammenhalt, Menschenwürde, das ist doch, also eigentlich ist es eine Freiheit, dass man sagen muss, aber wenn man sagen müssen, dann sagen wir es, wir sagen es laut, das ist so unsere Art. Wir sagen die Dinge laut, ich hoffe, ihr seid bereit, man darf sie bewegen jederzeit, wenn man das mag. Gerade wenn es ein wenig kalt worden ist miteinander. Die Veranstaltung wird ungefähr bis um 9:30 Uhr noch dauern, von dem her ist vielleicht jetzt einmal der richtige Zeitpunkt, dass man ein wenig Schwung in die Gelenke bringt. Die Kinder machen es vor und nie hinterher. Der erste Song heißt This Is Going Wrong. Als wir ganz eine junge Band waren, haben wir den Mingerspulendörfer vor 35.000 Leuten. Das ist so wie hier gewesen. So müsst ihr euch das vorstellen. So ist die ganze Gaudi gegangen. Also, es gibt aber so einen, die laufen falsch und jetzt sagen wir es ja noch, This Is Going Wrong. Yeah.
this is going wrong. This is going wrong. One of these nights and I'm up for another beer. I go to the bar, I order one and I feel fine. All my friends are here, we're having a brilliant time. A beautiful girl is holding out her hands for me. I try to grab it but trip and fall on my knees. She probably loves me, I've seen all her heart. But just to be sure, I kiss her for a start. Gotta move on.
finding the lips are making me happy. The next thing I know, a bird's laid into me. I have seen him before, but not walked through the door. I got some. Just say no. Just say no. To me, this life is great. From head to toe. We gotta move on. We gotta move on. Gotta move on. We gotta move on. Gotta move on. Gotta move on. We've got to move on. Und mit jedem Ton für die Liebe und die Demokratie. Auf die Menschlichkeit. Danke. Okay. Vielen Dank den Skydrunks. Das war auch gut für die Wärme, denke ich mal. Wir machen hier gleich weiter. Wir sind jetzt hier gleich zu sechs. Näher ans Mikro. Näher ans Mikro, okay. Was uns besonders freut, der Sepp Bichler ist da, der hat was zu sagen. Wir kommen dann zu dritt, das ist die Christine Bayer, der Hasim Damlaki und ich. Dann kommen zwei Vereine, und zwar der SCO mit dem Ludwig Heineck. Und, da muss ich kurz lesen, der Türkspor Eichach mit Menkun Taniverdi. Ja, hallo. Ich persönlich, ich glaube, dass es längst an der Zeit ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, was das bedeuten würde, wenn die AfD tatsächlich einiges zu sagen hätte. Ich versuche es einmal aus der Sicht der Wirtschaft. Stellt euch mal vor, was es bedeuten würde, wenn die AfD jetzt an der Macht wäre, was das im Baugewerbe wäre, was das im Reinigungsgewerbe wäre, was das bei der Gastronomie wäre, was das sogar beim Spargelstechen wäre. Die AfD fordert in aller Klarheit, dass wir rausgehen aus der EU, die fordert, dass wir die D-Mark wieder einführen und dass wir
und dass man Millionen von Ausländern ausweisen, übrigens auch Ausländer, die sich längst bei uns integriert haben, die bei uns arbeiten, selbst Deutsche, deutsche Staatsangehörigkeit, übrigens auch eine ganze Menge, die da heute bei uns da sind, auch euch ein ganz herzliches Grüß Gott. Also stellt euch vor, wenn das kommen würde. Stellt euch vor, was in unserem Pflegebereich passiert, was in unserem Pflegebereich passiert, der heute schon langst überfordert ist, wenn es uns nicht gelingt, ausländische Arbeitskräfte dafür zu gewinnen. Der Hans Well, ehemaliger Biermüssel, hat es gestern schön auf den Punkt gebracht, indem er geschrieben hat, stellt euch vor, wer wechselt bei dem AfDler im Pflegeheim die Windeln? Also, Gott sei Dank wacht mittlerweile die Wirtschaft auf und stellt also fest, dass das eigentlich ein totaler Wohlstandsverlust für uns bedeuten würde, dass das für uns eigentlich einen totalen Rückschritt bedeuten würde. Leider gibt es aber auch andere aus der Wirtschaft, die im Moment dabei sind, diese Partei zu unterstützen, finanziell und ideologisch. Ich nenne nur einen davon, den Theo Müller, Müllermilch. Ich denke, liebe Leute, wir sollten einmal uns darüber bewusst sein, dass wir eigentlich eine Marktmacht haben. Ja, ich hab mir auch mal überlegt, was passiert jetzt tatsächlich. Die AfD sagt es uns ja nicht, wenn sie tatsächlich jetzt endgültig an der Macht sind. Was wollen sie denn machen? Sie sagen es nicht. Ich habe mir es einmal überlegt, einmal durchgespielt, was es ist. Und man kriegt ja am ehesten einen Einblick, wenn man sich mit ihrem Umfeld beschäftigt, also mit den Reichsbürgern, mit der Teutonia, oder wenn man feststellt, dass sie ja praktisch in Camps mittlerweile das Mittelalter üben, mittelalterliche Bräuche. Eigentlich könnte man sagen, zurück auf die Bäume. Aber ich habe mir gedacht, das geht nicht. Und es geht nicht mehr, denn die AfD leugnet den Klimawandel. Die brauchen eigentlich die wollen keine Änderung haben. Das heißt, es wird die Bäume gar nicht mehr geben, wo sie drauf können. Klaus, ich glaube, du musst dein Grubett wieder reaktivieren. Ja. Ich frage euch auch nochmal, was glaubt ihr, was in Deutschland los ist, was das, wenn die AfD regiert, was in unserer Kulturvielfalt ist, was im Sportbereich abläuft? Stellt euch mal unsere Bundesligaspiele ohne die Ausländer vor. AfD, ich habe mir dann auch gedacht, ich meine, der Höttke und seine Konsorten, die wollen ja nicht mehr unbedingt, dass wir unter ihnen sind. Ich glaube, das wäre ratsam, wenn wir ihnen empfehlen würden, sie sollen doch einmal bei ihrem Freund Putin nachfragen, ob ihnen der nicht ein Reservat zur Verfügung stellt, wo sie dann ihre Reinheit, ihre reine Lehre eigentlich züchten könnten. Ja, liebe Leute, mir ist es aber auch sehr wichtig, gerade an dem heutigen Tag, nachdem sehr viel Politik da ist, auch herzugehen und deutlich zu machen, warum sind denn die so besonders stark geworden. Und wir müssen konstatieren, dass da durchaus die Politik, die derzeitige Politik, die gemacht wird, einen großen Anteil hat. Und wir müssen fordern, dass diese Politik tatsächlich in die Gänge kommt und sich ändert. Damit vor Wahlen man eigentlich nicht immer wieder vor der Frage steht, geht man gar nicht zur Wahl, wählt man das kleinere Übel oder wählt man halt dann doch die AfD. Ich ärgere mich täglich über das, muss ich dazu sagen, wenn ich das sehe, was diese derzeitige Regierung abliefert. Ich ärgere mich aber auch darüber, was die Opposition abliefert, indem sie
jeden Tag lauter schreit, die Ampel muss weg. Leute, das ist keine Regierungspolitik. Regieren heißt tatsächlich in einer Demokratie streiten, das heißt, die besseren Argumente zu suchen. Aber es ist doch uns alle nicht gedient, wenn sich die Parteien eigentlich nur gegenseitig beschimpfen und sagen, und die anderen sagen, wir sind besser und die anderen sind die Schlechteren. Ich glaube, in der Demokratie ist es auch notwendig, dass man mir zugesteht, dass der andere was Vernünftiges macht. Dass man auch mal sieht, dass man bei ganz großen Herausforderungen auch mal was gemeinsam machen muss. Also, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass bei dem, wie wir jetzt auf die Straße gehen, auch klar wird, dass wir der Politik sagen, so wie ihr zurzeit arbeitet, damit sind wir nicht mehr einverstanden. Wir als Bürger, wir sind nicht ganz so unmündig, wie ihr glaubt, wir sind zum Dialog bereit. Okay, ja, ein letztes habe ich noch, und das möchte ich doch noch losbringen. Es ist für mich erschreckend, dass unser bayerischer Wirtschaftsminister hergeht und sagt, er kann diese Bewegung nicht unterstützen, weil er glaubt, dass sie rechtsradikal unterwandert ist. Ich bin jetzt die ganze Zeit rumgegangen und habe mir geschaut, wo die Rechtsradikalen sind. Vielleicht sagt sie mir einer bei uns. Also es ist für mich erschreckend, dass sowas ein Wirtschaftsminister macht. Und ich stelle natürlich auch fest, wenn soweit ich in der Wirtschaft komme, dass die Wirtschaft auch überrascht ist, was ihm eigentlich wichtig ist. Also dass ihm die Wildsaujagd wichtiger ist, als wir die Probleme der Wirtschaft. Ja, ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Dankeschön an alle, dass ihr da wärt, aber auch verbunden mit der Bitte, zeigen wir bitte auch täglich in unserem sonstigen Leben und Umfeld, dass wir eigentlich andere Meinung haben, und zeigen wir Zivilcourage. Dankeschön. Und ich helfe. Ich helfe seit vielen Jahren in der Eichacher Asylpolitik und versuche, Flüchtlingen ein bisschen Deutsch beizubringen, damit sie sich. Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien, Somalia, Senegal oder der Türkei. Sie tun sich sehr schwer mit unserer Sprache. Alleine unsere unterschiedlichen Artikel vor jedem Hauptwort, der, die, das. Wo ist die Logik? Wie bringen wir ihnen das bei? Wir haben es als kleine Kinder gelernt. Aber für Flüchtlinge, die hierher kommen, ist das ein Rätsel. So habe ich viele Menschen kennen und achten gelernt. Dazu verpflichtet uns doch unsere christliche Religion, die Grundlage unserer Verfassung. Ich bin entsetzt und betrübt darüber, dass in unserem Land von einigen von Remigration gefordert wird. Ich frage mich, was wird aus Deutschland, wenn wir solche Reden zulassen? Nach den schrecklichen Kriegsjahren hatten wir gerade gelernt, wie wichtig Demokratie und der Einsatz aller für die Menschenrechte ist. Nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt. Ich
Ich und meine Familie kamen 2014 aus Syrien nach Deutschland, nach Aichach. Wir wurden hilfsbereit aufgenommen, wofür wir sehr dankbar sind. Wir wissen, was es bedeutet, in einem Land zu leben, in dem es wenige demokratische Rechte gibt. Glauben Sie mir, es ist sehr wichtig, diese zu verteidigen. Bleiben Sie dabei, wir bleiben dabei, wir bleiben bunt. Dankeschön. Wir stehen hier für Demokratie und Vielfalt. Sagt was, wenn ihr Hass und Hetze oder Fake News hört. Unterstützt unsere Freundinnen und Freunde mit Migrationshintergrund. Ich möchte an dieser Stelle alle Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe grüßen. Ihr macht einen wahnsinnigen Job und es ist ganz, ganz toll, finde ich. Werdet politisch, macht mit. Heute, das ist schön, aber es gibt einen Morgen. Besucht zum Beispiel am kommenden Dienstag das Bürgerforum in Aichach oder geht in Gemeinderats- oder Stadtratssitzungen. Schaut euch das an, macht mit, mischt mit. Wir Stadträte freuen uns über jeden, der kommt und die sich beteiligen wollen. Und ganz ehrlich, Frauen wären auch wichtig. Ich muss noch eine Geschichte richtigstellen. Ich habe blöderweise gesagt, dass der Aiwanger sagt, wir seien rechtsradikal unterwandert. Ihr habt es zwar sicher kapiert, dass er natürlich gesagt hat, dass die Linksradikalen uns unterwandert haben. Jetzt der SCO, also SCO Oberwärmbach. Ja, Leute, das ist echt Wahnsinn. Die Vorredner, also hier sind 1000 Leute, was sich die hier alles trauen, was die Reden waren, ist brutal. Also das Alkoholverbot müssten wir eigentlich ein bisschen auflockern, damit man ein bisschen lockerer wird hier oben. ja, also ich bin vom SCO Bernbach. Mein Name ist Ludwig, der SCO Bernbach für die nicht von hier sind. Wir sind so ein kleiner Vorstadtverein mit 500 Mitgliedern vor den Stadttoren von Aichach. Ja, ich bin da seit Jahren schon ehrenamtlich im Vorstand tätig und ich wollte euch einfach bloß mal so ein paar Zeilen auch mal erzählen, wie es so in den Vereinen ist. Vielleicht spreche ich da auch anderen Vereinen aus dem Herzen. Also schön die 90er, damals, als ich zum Fußballspielen angefangen habe, war meine Mannschaft komplett bunt gemischte Truppe. Also das war egal, ob das im Kindergarten war, in der Grundschule oder eben im Sportverein. Also ich kannte das als Kind nicht anders. Ich kenne das noch gar nicht, inzwischen noch nicht anders. Und für mich ist es das Normalste auf der Welt, dass es bunt ist. Aber damals nannte man uns an vielen Orten auf und neben dem Platz häufig die Kanackenmannschaft aus Oberbernbach. Ja, und es war wirklich nicht schön, dabei in die Gesichter meiner Freunde zu schauen. Selbstverständlich, schaut es mich an, ich wusste damals schon, ich bin ein blonder Junge, ich heiße Ludwig, deutschester Name. Also ich persönlich habe keinen Rassismus erfahren, aber das waren alles meine Freunde. Und ich finde, gerade weil es Zufall ist, wie man aussieht, wo man herkommt oder wie man heißt, fand ich es damals schon früh auch wichtig, dass man sich für andere einsetzt. Ja, und deshalb versuche ich, und ich sage wirklich, ich versuche es, es ist niemand unfehlbar,
Ich versuche früher als Spieler und jetzt eben als Verantwortlicher beim SCO ein Vorbild zu sein und unsere Werte, die wir im Verein leben, nach außen zu tragen. Unser Verein ist ein lebendiges Beispiel für Integration durch Sport, für Vielfalt und für die Idee, dass jeder willkommen ist, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Glaube. Und diese Werte müssen wir nicht nur in unseren kleinen Kreisen in den Vereinen leben, sondern es ist wichtig, dass wir als Gemeinschaft aufstehen und klarstellen, dass diese Intoleranz und Hass keinen Platz in unserer Mitte haben. Also lasst uns unsere Stimme erheben, um in einem Land, um hier in Aichach leben zu können, in dem Vielfalt und Respekt die Grundpfeiler sind. Lasst uns gemeinsam für eine tolerante, offene und vor allem friedliche Gesellschaft einstehen. Und nochmal zum Anfang zurückzukommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass heute kein Sportverein im Umkreis hier einen anders aussehenden oder andersgläubigen Menschen zurückweisen würde. Nirgends nennt man uns heute noch Kanackenmannschaft. Und dafür müssen wir uns weiter einsetzen, denn das ist das Aichach, in dem ich leben will. Danke. Erstmal hallo zusammen, ich bin der Metschnon Tamriverdi, bin Vorstand und sportlicher Leiter bei Türkspor Aichach, bin in Aichach geboren, in Aichach aufgewachsen, meine Jugendfußballabteilung habe ich beim SCO Bernbach durchlaufen. Ja. Und ich weiß es da von der Vergangenheit noch, da war es sehr bunt und das ist glaube ich immer noch so und wird auch so bleiben. Hat Menge Spaß gemacht, aber manchmal trennen sich die Wege und so sind die andere Vereine. Aber wir sind immer noch in sehr gutem Kontakt mit den ganzen Vereinen und das muss auch so bleiben. Selbstverständlich möchte ich mich ganz herzlich bei den Organisatoren, Unterstützern und Helfern bedanken. Sowas auf die Beine zu stellen, ist keine leichte Sache. Das kennen wir bei uns, bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten, Organisationen. Da steckt Menge Arbeit, Energie dahinter. Da sage ich nochmal Dankeschön. Ja, wir als Türkspor Aichach sind eigentlich ganz stolz und dankbar, dass wir heute auftreten können und auch ein Statement abzugeben für ein Thema, was eigentlich eine enorme Wichtigkeit bedeutet. Ja, deswegen sagen wir unter demokratischen Verhältnissen miteinander und gemeinsam gegen Rechtsextremismus und Ausgrenzung. Das ist unser Motto. Ja, wir Türkspor Aichach sind ein Verein seit über 50 Jahren Geschichte. Und einer der ältesten Vereine in Deutschland mit einem Migrationshintergrund. Und das hat bis jetzt sehr gut geklappt. Und ich bin sehr stark davon überzeugt, dass es auch so weiter klappen wird. Und da sage ich euch schon mal Dankeschön. Und unser Ziel ist, na klar, Sport zu treiben. Egal welche Herkunft, Religion oder Aussehen, das spielt gar keine Rolle. Unsere Türen sind für alle offen. Da sind wir auch dankbar, wenn die Leute kommen, die jungen Leute kommen und Sport treiben können. Und unterstützen, wo es geht. Deswegen dürfen wir auf keinen Fall Platz oder irgendwelche Möglichkeiten geben in Richtung Rechtsextremismus oder Ausgrenzung. Das war's von meiner Seite und da möchte ich mich nochmal bedanken für die Möglichkeit. Dankeschön.
danke an alle, die heute gekommen sind. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Es ist ganz, ganz rasant gegangen. Wir hatten nie gedacht, dass so viele mitmachen. Wir danken an allen Unterstützern. Eigentlich wollte man es Namen nicht nennen, aber das wäre jetzt zu viel und zu kalt, ehrlich gesagt. Wir danken Vereinen, Firmen, Verbände, Kirchen und natürlich die Parteien, alle, die zusammen hier jetzt hier mitstehen und die Demokratie feiern. Vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt kommt Janik Elia. Hallo Eichach, hallo. Es ist mega, mega schön, dass so viele da sind. Es sieht echt, auf gut Deutsch, sieht mega geil aus. Es ist wirklich so. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich hier spielen darf. Dafür schon mal danke an die ganzen Organisatoren und Organisatorinnen. Aber ein viel größeres Dankeschön nochmal, dass ihr alle da seid. Dieser Song ist vor knapp 60 Jahren gegen Rassismus geschrieben worden. Leider aktueller denn je, aber umso schöner, dass ihr halt alle da seid. Blackbirds in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. 'Cause you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbirds in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. 'Cause you were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly, blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Dankeschön. Ich darf noch einen Song spielen, der inhaltlich, textlich vor allem um Liebe geht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Egal, ob es jetzt ein trauriger oder ein positiver Liebessong ist, weil Liebe ist an sich wichtig. Dafür darf ich nochmal den Gigi vorstellen, der mich am Klavier begleitet. Der Song ist in Deutschland vor allem vor
in einem knappen Jahr öfter mal als Protestsong verwendet worden. Wer ihn kennt, gerne, gerne mitsingen. Dankeschön. Take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils and a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss and make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, oh, my tears have been used up. Seid lieb zueinander. Danke, danke, danke.
Quatsch, bin ich wieder da? Ja. Du schießt nicht blendet, drittes Herz. Stark, Janik, war super. Gleich. Ja, ich weiß, das ist ein Mikro. Bevor wir gleich weitermachen mit dem nächsten Redeblock, kommt kurz eine Zahl, denn wir waren gerade mit der Polizei oben im Speicher vom Rathaus und haben mal eine verbindliche Schätzung abgegeben, beziehungsweise mit der Polizei abgestimmt, wie viele Leute es denn sind, die hier sind. Und wir sind zu dem gemeinschaftlichen Ergebnis gekommen, es sind 2200 Leute hier. Ja, dachte 2200 wären lauter. Kommt in etwa hin. Super. Stark. Wir kommen zum nächsten Rednerblock. Und zwar kommen da Christina Kolbczoka für die AWO, Josef Dussmann und Brigitte Neumeier als zweite Bürgermeister und dritte Bürgermeister und Wolfgang Holzhauser für Wir aus Eichach. Ich bin so stolz, was ich hier sehe. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich war letzte Woche, ich war in München, ich war dabei. Aber was ist München gegen Eichach? Super! Demokratische Werte, sie sind ein wichtiger Grundpfeiler in unserer Gesellschaft. Demokratie, die macht Zukunft, Zukunft, wir wollen Zukunft haben. Und Demokratie ist kein abstraktes Konzept, sondern etwas, was wir aktiv gestalten können. Wir müssen das fordern, wir werden das aktiv weitergestalten. Wir machen das einfach. Wir bleiben bunt, wir bleiben demokratisch, wir halten zusammen. Wir sind Eichach! Die Propagandamache, die jetzt in Deutschland geschieht, dürfen wir nicht zulassen. In schwierigen Zeiten dürfen wir den Rechten auch keine Plattform geben. Nur mit Zusammenhalt geht's voran. Demokratie ist ein hohes Gut, das wir haben und erhalten müssen. Grüß euch, liebe Eicherinnen und Eicherer. Ich finde es unglaublich toll, dass so viele heute gekommen sind. Als Bürger unserer Heimatstadt, aber auch als zweiter Bürgermeister, macht es mich unbändig stolz, wenn ich sehe, wie viele für den Erhalt unserer Demokratie und unserer Freiheit auf die Straße gehen. Heute geht es aber nicht nur um den Erhalt der Demokratie. Nein, es geht letztendlich auch darum, gegen jede Art von Extremismus Farbe zu bekennen. Genau das tun wir hier und heute. Lieber einmal zu früh aufstehen und aufkommende Gefahren im Keim ersticken, als erst dann, wenn es vielleicht zu spät ist. Einen Dank und eine Bitte an euch habe ich aber noch. Viele von euch sind in Eichach ehrenamtlich tätig. Ihr leistet damit tagtäglich euren Beitrag zur Vielfalt in unserem bunten Eichach. Dieses Engagement in den vielen Organisationen, die heute hier am Stadtplatz vertreten sind, ist unglaublich wichtig für unsere Demokratie und den Kampf gegen Rassismus. Und er kann durch nichts ersetzt werden. Von daher ein Dank an alle, die sich heute und künftig schon stark engagieren. Mein Wunsch und meine Bitte an die anderen: Überlegt euch,
wo auch ihr euch in unsere Gesellschaft einbringen könnt, damit Eichach auch in Zukunft bunt bleibt. Eichach ist und bleibt bunt. Hallo zusammen. Danke, dass ihr heute alle gekommen seid. Dann tun wir uns leichter. Gut. Danke, dass ihr heute alle gekommen seid. Und wir haben es ja gerade gehört, 2200 Personen. Und wir argumentieren ja nicht mit der Polizei oder großartige Zahl. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier seid und Flagge zeigt. Das ist nämlich wirklich wichtig. Aber auch danke an Daniel und sein Team, die das alles heute hier organisiert haben. Wirklich großartig. Ja. Und Daniel, mein Freund, ich erinnere mich noch daran, dass wir zwei nicht weit von hier entfernt, da hinten, beim Specht vor 8 Jahren bei einem Infoabend der AfD saßen und einfach mal zugehört haben, um was es da so ging. Thema Migration. Und ich muss euch sagen, schon damals sind wir danach rausgegangen und daran erinnere ich mich wirklich noch gut, noch heute, haben uns angeschaut und wir waren uns einig, dass das, was da gesagt wurde, uns beiden Sorge macht. Und das war eigentlich der Anfang dieser Reise. Aber ich erinnere mich auch an die vielen Menschen, an die vielen Politiker, die uns über die Jahre hinweg gesagt haben, lass die mal machen, das ist nicht so schlimm. Die wählt eh kein Mensch. Und wenn ihr über die redet, dann macht ihr sie nur größer, als sie sind. Und ich erinnere mich daran, wie wütend mich das über die Jahre hinweg gemacht haben. Und Daniel, du erinnerst dich wahrscheinlich auch, wie wütend ich war. Und ich muss nur sagen, ich habe es nie verstanden. Weil man nur zuhören musste. Man muss den Leuten doch nur zuhören. Dann weiß man, was die sagen und was sie vielleicht zwischen den Zeilen sagen. Also es ist nicht so schwierig. Aber das muss ich euch allen nicht erzählen. Wir wissen, warum wir heute hier stehen. Wir wissen, für was diese Partei am Ende steht. Und wir wissen, welche Gefahren das birgt. Das müssen wir uns allen hier nicht nochmal erzählen. Was wir uns aber sagen müssen, ist, dass wir zu lange als Gesellschaft weggehört und weggeschaut haben. Und das ist das Problem. Und das ist das, was ich euch heute auch mitgeben möchte und was ich auch sagen möchte. Schaut nicht mehr weg. Und schaut nach links, schaut nach rechts. Ihr seht hier Verbündete. Unterstützer und Mitstreiter in diesem Kampf. Wir sind nicht alleine, sondern wir sind die Mehrheit. Und das muss man auch so klar sagen. Und es gibt viele Dinge, die uns sicherlich trennen. Aber es gibt noch mehr Dinge, die uns vereinen. Die Liebe zu diesem Land. Die Liebe zu diesen Werten. Und für das, was Deutschland eigentlich für uns alle ausmacht. Und wir sind vereint in der Pflicht, das alles zu beschützen. Auch vor der AfD. Ich will jetzt ja hier nicht die Party in irgendeiner Form trüben, aber die Wahrheit ist auch, wir werden das nicht schaffen, indem wir jetzt einmal auf die Straße gehen und einmal laut sind. Wir werden das nicht schaffen, auch wenn wir Millionen in ganz Deutschland sind, sondern wir schaffen das nur, wenn wir jeden Tag ein bisschen kämpfen. Im Alltag, in der Arbeit, in der Familie, im Verein, aber auch im Internet. Wir müssen überall laut sein. Wir müssen wieder Haltung beziehen. Und wir müssen diese Linie jetzt ziehen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir akzeptieren es jetzt nicht mehr. Und egal, wo wir sind, wir werden dagegen laut sein. Aber soll ich noch was sagen? Es war viele Jahre ein aufopferungsvoller Kampf und es ist ein aufopferungsvoller Kampf und man kriegt ab und zu mal seine Sachen mit.
Aber wenn ich heute hier so runterschaue, wenn ich euch sehe, wenn ich euch höre und auch sehe, wie viele Leute da waren, mit wie vielen Leuten ich schon gesprochen habe, das gibt Kraft und das macht Mut, dass wir diesen Kampf nicht nur annehmen können, sondern dass wir ihn auch gewinnen können und dass wir am Ende sagen können, wir haben unser Land verteidigt gegen die, die es uns wegnehmen wollen. Weil wir sind mehr und nie wieder ist jetzt. Vielen Dank, dass ihr heute alle hier seid. Danke den Rednern, da gehört ja schon was dazu, ich weiß es selber. Jetzt kommt als letzter musikalischer Beitrag der Herr Arnold Fritscher. Mikro an. Ja, danke schön. Hallo zusammen. Ich bin gefragt worden von den Veranstaltern, ob ich da heute Abend mitmache. Und bei dem Anlass war es natürlich selbstverständlich, dass ich da mit dabei sein will und dass ich mich für das Thema einsetzen will. Ich sage gleich was über das erste Stück, englischer Text, deswegen kurz was zum Inhalt. Ein paar sehr einfache, sehr alte Thesen. Liebt einander, denn jeder Mensch ist dein Bruder. Pass auf, was du tust, denn du erntest, was du säst. Und zeig vielleicht gelegentlich auch mal ein bisschen Demut. Beuge mal deinen Kopf. Das könnte man vor allem denen sagen, die heutzutage wieder meinen, dass sie die einzig richtige Wahrheit vertreten. Sermonet. So, jetzt habe ich noch eine Welturaufführung, ein Stück, das habe ich vor ganz vielen Jahren mal für eine Münchner Schauspielerin geschrieben, Text von Werner Schlierf, Angst, ein Lied über die Angst. Ich denke, dass heute viele Menschen wieder mit Angst die Leute beeinflussen wollen und lenken wollen. Und wer keine Angst mehr hat, der ist frei und der muss keinen falschen Ideen mehr nachlaufen. Deswegen Angst von Werner Schlierf und mir. Und bei der Gelegenheit, der Francesco hat sich schon ein Schlagzeug eingemischt und er wird mich da begleiten, weil das ist ein bisschen eine funkige Nummer und da kann man Schlagzeug ganz gut brauchen. Ja,
kleine Stadt den großen Wag nimmst. Trinken, beim Rauchen, beim Essen. Angst wegen die Kinder, das Lernen was wär. Angst, dass am Schulweg den Omnibus hören. Angst vor dem Krebs und dem Herzinfarkt. Dass auf dein Parkplatz kein anderer Park. Angst vor die Moslems und die Senegalesen. Angst vor die Amis, die Russen und die Chinesen. Angst vor dem Sterben und dem Zeitensturm. Angst vor dem Albern und der Erinnerung. Beruflich mit der Outsider wärst. Angst, dass zu die Frustrierten bald gehörst. Angst, dass alles falsch ist, macht das dann mal. Angst, dass du zu nichts mehr wie zum Altwerden taugst. Angst vorm Leben, Angst vorm Sterben, Angst vor Angst, Angst heißt heute das Wort auf dem billigen Stern. Dem billigen Stern, auf dem billigen Stern. Dankeschön. Also habt keine Angst und kämpft für eure Sache. Dem Mann habe ich Blockflöte gelernt. Kann's nicht mehr. Letzter Rednerblock kommt jetzt quasi. Wir haben vom Kreisfischereiverein Sebastian Mehrfort und dann haben sich noch zwei Leute angemeldet, die so noch ein paar Worte sagen wollen. Die würden jetzt einfach der Reihe nach kommen und dann kommen wir auch demnächst schon Richtung Abschluss. Haben da aber noch ein Videoprojekt, also von dem her noch ein bisschen da bleiben. Basti Koro. Ja, danke Daniel. Liebe Leute aus Aichach. Als ich Anfang der 90er Jahre in unsere schöne Stadt an der Paar gezogen bin, wurde hier gerade der Film Willkommen in Kronstadt gedreht. Die Älteren mögen sich erinnern. In diesem Film geht es um negative Folgen, welche eintreten, wenn plötzlich alle Ausländerinnen eine Kleinstadt verlassen. Was hat es jetzt dieser Film, der sehr empfehlenswert ist, was hat es mit der Gegenwart zu tun? Heute treffen sich die Feinde unserer freiheitlichen Gesellschaft in irgendwelchen Villen und denken über Remigration nach. Das ist nichts anderes als ein geschwollener Begriff für Ausländer raus, der für mich nicht nur am heutigen Jahrestag der Befreiung von Auschwitz nach Deportation klingt. Auch in unserem Landkreis haben wir seit der letzten Kommunalwahlen diese Menschen bei uns im Kreistag sitzen, welche versuchen mit ihrer Metapolitik das Sagbare immer weiter nach rechts zu verschieben. Diesen Leuten möchte ich heute zurufen, für eure menschenfeindlichen Thesen ist nicht nur im Wittelsbacher Land kein Platz und mir wäre es lieber, ihr schleicht euch. Für Hans und Sophie Scholl, für die Edelweiß-Piraten, für Georg Elser und die 6 Millionen Ermordeten, euer Vermächtnis ist unser Auftrag. Alerta, Alerta, Antifaschista,
Hallo, ihr lieben Leute. Ich heiße Ferdinand Federlin, komme aus Eicher, Alter 28. Das Thema Ausgrenzung, genau. Ich habe auch ein bisschen Erfahrung gemacht. Es ist schade darum, bei Polizei und so Freunden und Helfer. Dann nochmal, ne? Und es ist nicht schön. Und ja, ist so. Was welche Herkunft ist oder Hautfarben ist, das tut keiner von anderen halt. Wichtig ist einfach, ihr seid die besten Familie. Es gibt auch Familien auch von Zentral auch. Ich will auch Danke sagen an Sabine und Markus in Zeller und an der Stelle in Zeit immer da drin. Und die Tür steht immer offen für euch. Und mal sehen, ob ich die Demo komme und Sachen habe. Und ich teile auch meine Erfahrung, weil ich leide auch darunter extrem, weil die Macher sind im Krieg gefallen. Und ich wünsche mir, dass ich kennenlernen möchte, weil leider kam anders. Vor kurzem ist meine Oma gestorben. Und macht gut und viel Glück. Und ich wünsche euch viel Spaß und lasst Putin nicht Einfluss nehmen. Ich schau auf dich! Hallo zusammen, mein Name ist Charlene. Ich wollte alle meine Vorredner eine Bestätigung geben. Das ist Demokratie. Demokratie ist, dass mit Migranten redet, nicht nur über Migranten redet und sogar Migranten aus dem Land vertrieben will. Ich wollte auch euch ein paar reale Lebensbeispiele geben, auch statistische Zahlen geben. Migranten nach Statistik. Es über 40% haben migrantischer Hintergrund. Das ist nur bis zu 3 Generationen gerechnet. Und die Asiaten über 5 Generationen auch migrantischer ausschaut. Dann sind wir über 50%. Denkt nach, was passiert, wenn alle Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Land ausgetrieben wird. Was ist das? Dann sollten wir erst ernste Angst vor unserem Wohlstand haben. Wir brauchen Fachkräfte. Wir brauchen soziale Sicherheit. Danke, dass so viele Leute solidarisch hier anwesend sind. Wir bleiben sichtbar, wir bleiben hörbar. Nächsten Samstag, 3. Februar in Augsburg ist wieder Demo. Nächste Woche ist München-Demo. Wir sind sichtbar, wir machen uns hörbar. Wir für Demokratie. Und wir sind mehr. Gott, danke. Ich check das Ding ein. Zu hoch? Zu hoch? So, jetzt. Wunderbar, danke schön. Wir kommen jetzt zum Schluss. Ich habe gerade schon 2200 gesagt. Das war die Zahl an Menschen, die gekommen ist. Jetzt muss ich noch eine andere Zahl sagen. Und diese Zahl ist 7er. 7. Denn jetzt muss ich noch den 6 anderen Menschen danken, die vorab bei mir diese Woche waren und die mit mir jeden Abend dafür gearbeitet haben, dass wir dieses Programm zusammenstellen können, dass wir die Organisation zusammenbekommen und dass wir alle Unterstützer, die jetzt auch zwischendrin immer mitgelaufen sind und denen wir auch herzlich danken, so auch zusammenbekommen. Das wären auch namentlich Marion Zott, die habt ihr vorher schon gesehen, die stellvertretende Versammlungsleiterin, und Christina Kolbczuka, beide unermüdlich auf der Suche nach Unterstützenden. Dazu noch Marco Laves und Nicole Mattes, die Organisation und Werbung betrieben haben wie blöd. Josch Stadelmeier und Andi Mattes, die für die Technik und die Musik zuständig waren.
und natürlich auch fürs Klingelputzen. Und wir sehen jetzt auch gleich vom Andi noch ein abschließendes Projekt. Und er bringt mir hoffentlich ein Bier mit, wenn er auf die Bühne kommt. Und damit ich das Bier dann auch aufmachen kann, muss ich nämlich die Versammlung jetzt dann beenden. Da danke ich für euer Kommen. Es war ein wunderbarer Nachmittag. Wir haben noch 10 Sekunden, bis er da ist mit dem Bier. Also kommt danach gut nach Hause und danke für euer Dasein. Und jetzt zeigt nochmal, dass wir mehr sind und dass wir laut sind. Er sagt, ich darf es nicht aufmachen. Ich beende hiermit diese Versammlung. Und jetzt bleiben mir noch die letzten Worte, oder? Oh je, nach den tollen Reden. Es ist schön, dass Eichach das hier geschafft hat, wirklich so eine große Menge aufzubringen. Wir streamen das Ganze ja übrigens auch. Also das war alles schon online. Ihr könnt es euch dann später nochmal anschauen. Hier vorne ist noch eine kleine Spendenbox. Also es hat ein bisschen was gekostet. Wer ein paar Cent übrig hat, schmeißt bitte rein. Das wäre ganz toll. Und jetzt geht es zum Projekt. Und zwar geht es darum, das war ein Projekt, da ging es hauptsächlich um Frieden. Und das habe ich mit ganz vielen Menschen aus, von überall aus der Welt, habe ich das zusammen machen können. Die haben uns da wirklich ein tolles Repertoire in vielen, vielen Sprachen zusammengestellt. Ein Musikvideo. Wir machen das jetzt ein bisschen so halb Karaoke, also meinen Part singe ich und der Rest kommt dann da auf der Leinwand. Dann Mats ab. Hört doch auf damit und fangt an zu leben. Hört doch auf mit dem Neid und denkt nach, wer ihr seid, wenn das alles irgendwann zu Ende ist. Wenn das alles irgendwann zu Ende ist. Fangt an damit und hört auf zu morgen. Hört doch auf mit dem Leid und denkt nach, wer ihr seid, wenn das alles irgendwann zu Ende ist. Wenn das alles irgendwann zu Ende ist, nehmt euch bei der Hand. Честно всем нам не нужны.
Ljudi za bokom, ljudi za bokom,
Dankeschön, dass ihr da geblieben seid und Dankeschön, dass ihr so Alarm gemacht habt. Ihr seid großartig, ihr seid toll. Dankeschön, noch für dich, Jasna. Schön, schön. Ja, super. Sie wollen sich auch noch nehmen wir bei uns im Stützpunkt. Da bitte Sie auch. Das hängen wir bei uns.